Godzilla, Mann. Heute ist ein wichtiger Tag für Marlies. Sie ist ganz aufgeregt. Marlies hat vergessen, ein Formular auszufüllen. Auszudrucken. Ich hab das nicht gesehen. Stand aber auch nichts da. Bitte bringen Sie das Formular ausgefüllt und dann wäre es mir aufgefallen, weißt du? Machen wir uns jetzt fertig. Hat sich Achim eigentlich gemeldet? Ja. Und? Hast du den Schlüssel schon abgegeben? Wann denn? Warst du nicht beim Bäcker schon? Nein. War nur Duschen. Okay, also jetzt alles klar. Heute hat Marlies ihren Sporttest. Oh mein Gott, sie zittert schon. Ja, ich bin aufgeregt, ja, weil ich bei den anderen war ich nicht so aufgeregt, weil ich ja von mir überzeugt im Beruf, aber man weiß, was man kann, aber da weiß ich nicht, ob ich es kann. Ja. Sport, Sport. Hoffen wir mal das Beste für Marlies. Ja, genau. Na, dann fangen wir mal los. Was für ein Leben. Ja. Ja, bei mir zumindest nicht mehr weiter. Ich bin durch mit meiner Karriere. Einzige, der jetzt noch was reißen kann, bist du. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Wieso ist das vollkommener Blödsinn? Was ist denn erlaubt? Ich bin nur noch jetzt auf dem absteigenden Ast. Willst du dein Telefon nehmen? Ja, ne? Falls ich anrufe und sage, dass ich fertig bin. Mhm. Deine Mutter. Oh Mann, die Marlies. Marlies macht Sachen. Ja, ich bin aufgeregt. Ich mach meins aber stimmt. Deins nimmst du erstmal ja nicht mit, bitte. Nee, aber dann kann ich dich auch nicht anrufen. Na, ich meine, du nimmst es schon mit, aber nicht, dass du dir nochmal an den Arsch steckst oder nein, so. Nein, ich hatte es hier in der Tasche drin. Jedes halbe Kilo, was du sparen kannst, ist dein Gewicht, ist ne? Gewinn. Du schläfst ja fast. Was? Ich hocke einfach da mit Kinderwagen. Das ist ja mein Albtraum hier. Ein Trafohäuschen, was so summt. Du willst ja wegbomben, das Ding. Geht ja nicht. Da haut er was nicht hin. Guck mal, der Eichel her da oben, auf der Laterne, da fliegt er los. Raubvogel! War das keine Krähe? Nee, Marlies, das war keine Krähe. Das war ein Eichel her. Da war eine Krähe. Ja, weiß. Da. Da. Auf dem Dach. Was für Krähe. Krähe. So, Marlies ist jetzt drin, bin total aufgeregt, verständlich, und wir laufen jetzt eine Runde um den Knast. Auch mal was. Hab ja noch nie gemacht hier. Hier war ich noch nicht so unterwegs. Plötzensee. Kleingartenanlagen, PPD-Lager, Jugendstrafanstalt. Und. Alles hier. So, jetzt laufen wir den Friedrich-Olbrich-Damm runter. Und ich versuche einmal um dieses Gefängnis hier rumzulaufen, aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Man kann nur sehr, im sehr weiten Umfeld sozusagen einmal drum laufen. Aber wir haben jetzt Zeit, eine Stunde. Hier wird gedreht auch. Drehen sie einen Film, sieht aber sehr leer aus, jetzt ist nicht so wie sonst, voll mit Menschen. Im Gegenteil, ja, nicht los. Sieht auch Hallen, wahrscheinlich drehen sie ja sowieso öfter. Hey.
Ja. Hey, ein Burger King. Ja. Yeah. Ach, guck mal hier. Hey, schön. Schön, schön. Was hast du dazu? Genau. Genau. Ja, dann laufen wir in Saatwinkler Damm jetzt runter. Das ist der Kanal. Du sollst sitzen bleiben, richtig. Bibi. Ich hab mal Pole machen. Dann in den Riedemannweg, Ecke Saatwinkler Damm, drin. Da gibt es ein genial verwildertes Grundstück. Muss ja schon Ewigkeiten leer stehen. Ist ja wirklich Wahnsinn. Zwei Grundstücke sogar nebeneinander. Extrem. Ruhig nehmen. Ach nee. Zeig mal, was hast du da? Ja, so, schön. Toll, super, ganz fein. Mann. Du bist ganz müde, hä? Wir machen das gleich richtig sauber. Ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, siehst du, geht's mir halt auch, das wusste ich, dass ich es nicht schaffen kann. Weiß ja auch, dass ich mich ja mit einschätzen. Okay. Okay. Trotzdem habe ich gehofft, dass es vielleicht auch gut reicht. Oder dass der Lauf aussieht. Warum mussten die anderen den Lauf nicht machen? Was für ein Ding? Die anderen mussten nicht laufen. Welche anderen mussten nicht laufen? Die vor uns dran waren. Wieso mussten die nicht laufen? Hat er doch gesagt, er musste nicht laufen. Ach klar, muss der laufen. Nirgendwo sehen lassen. Blamage. Blamage am Arsch. Warum war denn die Zeit absolut viel anstrengender als zu Hause? Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Set up. Jetzt habe ich meine Füße draufgesetzt. Ja. Na, gucken, wie die nächste wird. Jetzt weiß ich ja. Jetzt schaffst du. Dass ich das andere hinkriegen kann. Jetzt schaffst du. Genau. Jetzt schaffst du. Oh, jetzt hat es nicht geschafft. Schade, Mann. Mann, das wäre doch neu gewesen. Das wäre doch neu gewesen. Naja, macht es in 3 Wochen nochmal. Scheiße, ja, ich schaff's. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Mann, ich schaff's. Ich schaff's alles. Ist sowieso so selbstbewussten alles, so wie sie da hinläuft. Schon alleine. So. Wenn die heute einer querkommt, dann. Hat das nicht leicht. Ungefähr den Richtwert und dann kann man gucken. Du machst jetzt zu Hause Liegestütze. Morgens lasse ich die Ona da. Dings, Bums, lässt du noch, machst du noch. Und morgens lasse ich die Ona da. Liegestütze, was denn noch? Rumpfbeugen, Liegestütze. Oh. Ich muss Armtraining machen, damit ich besser über den Kasten springen kann. Dann nächste und dann gehst du los, joggen 15 Minuten. Hintereinander weg. Hintereinander weg. Ganz langsam. Aber Hauptsache erstmal schaffen, 15 Minuten. Ich habe gar nichts vergessen heute richtig, außer meine Dampfmühle von gestern.
für dich. Das wäre echt. Ja, das schaffst du beim nächsten Mal. Das ist egal. Jetzt weißt du genau, worauf es ankommt. Genau, wo du hintrainieren musst. Was deine Schwächen sind, weißt du ja sowieso. Aber jetzt weißt du, dass du es schaffen kannst, wenn du nur das in den Griff bekommst. Und das bekommst du ja in den Griff. Ich habe fast alle Tonkästen umgeschmissen, als ich da durchgerutscht bin. Den Arsch oder was? Weil man sich so beeilen musste und er war schneller, das muss schneller gehen. Und ich bin da so rübergesprungen und dann so also durchgesprungen. Und dann habe ich dabei fast alles immer umgeworfen. Er hat es dann festgehalten. Marlies macht jetzt der Dauerjog. Zubehör wird nicht unterstützt. Er ist zu neu. Okay, dann nehme ich keine Musik. Konzentrier dich erstmal auf die wesentlichen Dinge. Überleben. Ich habe das Rad ist 2 Monate alt und ich war gerade witzigerweise, wollten wir so ein Check-in bei dem, wie heißt das, Little John. Wahrscheinlich nicht eure Freunde, aber egal. Genau. Und dann haben wir das zum ersten Mal nach 2 Monaten aufgepumpt, so wie es sein soll. Und dann bin ich ungefähr 100 Meter gefahren und dachte so, und es ist so ein kleiner Riss jetzt drin, ja. Und er meint halt. Naja. Wenn es jetzt das erste Mal war, mach einen neuen Schlauch rein und dann ist gut. Und erstmal gucken. Und wenn es dann gleich wieder platt ist, dann wisst ihr Bescheid. Hast du drauf gezahlt, aber so ist es halt. Mhm. Aber ja, aber es ist ja jetzt ist ja nicht abgefahren oder so in dem Sinne. Hast du halt beschissen getroffen. Nicht. Und das war's, ne? So lange? Ja, wie lange? Ich weiß ja nicht, wie lange brauchst du das? Ich komm vorher gerne. Ich hab ja Angst. Oder geht's mir? Ja. Busse. So mal keine Rechnung, eine Selbstsicherung durchzuziehen. Ja, aber. Nimm ein bisschen länger, Räder. Ja, Kleinigkeiten, die aufhalten, aber was ist das da? So. Ach nein, nimm mal den hier. Was ja? Mit. Okay. Die Birne ist also durch. Na, wunderbar. Andersrum behindert's. Ja, das ist halt schick. Ja, jetzt sehe ich es auch. Gerade. Aber mit der Aktion hast du mich gerade jetzt ein bisschen überrumpelt. Mit was? Mit was? Na, mit den 3 Tagen, die du nicht hier bist. Ach so. Wieso? Ja, überrumpelt halt. Ich hab so ziemlich mit allem gerechnet, aber nicht, dass du mit so einem Spruch kommst. Hätte ich selber nicht gewusst heute Morgen. Wieso, trotzdem nicht? Naja, doch. Trauen ist nicht das Problem. Lass mal durch. Ja. Boah, schließ mal deine Batterie an. Ja. Damit er nicht rummault, dass er sich anstreichen kann. Leuchtet. Jo, das leuchtet. Das haben wir vorne.
Hinterraum muss eine neue Gehirnschiene drin. Ach ja, keine Arme, keine Kekse. Also haben wir Licht nochmal. Was war noch gewünscht? Klappert, Pedale tauschen. Pedale. Hm. Aha. Leuchtet. Leuchtet, gut. Ey, wenn ich auf der hier Seite drauf habe, rutscht auf der anderen Seite wieder runter. Na, bloß du liebst auch. Du läuft eigentlich gut. Na dann, lass mal mit dem Käppchen sein. Also, mal gucken. Ich renn fast nicht. Jetzt noch einmal Feststrom. Zehner. Zehner. Hast du da? Schwitten? Ja. 25. Aber übrigens, du hast ja letztens in den Müll zwei so eine weiße Beutel drin geschmissen. Die habe ich mir mal rausgepopelt, ja. Ah, wenigstens haben die alten Fahrräder noch eine vernünftige Zettelklemme dran. 1 Euro Zettelklemme, du. Das ist die Kette. Jetzt gibt es erstmal einen Abzieher-Modus. Ja, da war doch noch mehr. Na, die zwei Federplatten, die liegen ja da noch. Achso. Die habe ich nicht gesehen, deswegen. Oh, das ist ja alles ganz locker noch montiert. Hier ist ja noch nichts. Ja. Nicht fest. So, dann packen wir das Senftent beiseite. Dann wird das ausgepresst. Mehr oder weniger ausgepresst, nenne ich es mal. Aber muss man hier noch nicht pressen. Aber von mir, das runterfällt, liegt mal auf die andere Seite. Ich häng noch den Imbus weg. Die macht der weg auf der Seite. Kamera. Oh ja, also. So. Dann haben wir hier so eine wunderschöne Platte. Da haben wir ja nicht viel mit zu tun. Das Abstandshalter einfach nur. Jetzt müssen die Lager raus. Die werden ausgetrieben. Toi, toi, toi. Naja, zur Not sind es ein, zwei neue Lager und das ist dann auch nicht so dramatisch. Darf man auch nicht vergessen, jetzt sind nur Lager hier. Ja. Mehr ist das nicht. Ist jetzt hier kein Goldstaub oder irgendwas, das kriegt man auch nicht nachgekauft. Hab ihn. Ja. Der hat auch nicht abbekommen. Ach so, ein Ärger. So, die brauchst du. Jetzt müssen hier vorab laut Beschreibung diese Ringe eingesetzt werden. Das ist natürlich total bekloppt hier mit so einer Zahl. Das will ich jetzt machen. Ja! Angenommen! Ach Mensch! Thank you.
solltest da schon drin bleiben. Jetzt 38 gemacht. Ne, steht auch. Vorherschlag habe ich gelesen 337 bis 363. Hä? Inch pro Pfund. Und dahinter stand dann halt erst das wäre doof. 38 bis 41. Ne, Inch pro Pfund steht bei dir auch drauf. Das wäre ein bisschen viel in den Newtonmeter. Naja. Gerät aus Radala ziehen. Eieiei. Um Gottes Willen. Ah, lass mal noch hängen, ich muss die Schaltung noch einstellen. Ja. So war gar nichts mit dem ganzen Gerödel hier. Da ist auch noch was passiert. Vorhin schon verkauft. Ja, das ist viel mehr wert. Ich habe 20 Euro jetzt für das Vorderrad genommen, jetzt 30 sozusagen nehme ich für das Hinterrad. Du kriegst nie einen Fuffi für so ein Komplettrad. Niemals. Als Bastlerrad. Nee. Und dann hast du ja noch die 1000 anderen Teile da dran. Ich weiß auch nicht. Leute sind bekloppt. So. Den wegwerfen. Licht Hinterrad verkabeln. Ach ja, Miguel. Miguel. Fucken hell, wo ist die Kamera? Da! Mann, ich brauch dich doch hier zum Abmoderieren. Was soll denn, Dittig? Mein Feierabend. Also wir sehen uns. Mach den Dude, bis dann. Ciao, sagte Tommy. Hab dich glatt vergessen.